Ja, Freunde, bevor ich an die Zylinderköpfe gehe, was ja wieder delikat ist und vielleicht auch wieder ein bisschen kompliziert, habe ich mir gedacht, ich mache noch mal was, was ich dann in mein Speicherregal legen kann, wenn ich sauber habe, und zwar die Fußrastenhalteplatten und das hintere Bremssystem, was damit verbunden ist. Und die Bremsen, die Bremssättel muss ich ja auch noch machen. Genau. Ich sage immer genau. Mein Freund Jürgen, den ich herzlich Grüße aus Wiesbaden. Der zählt immer meine Genaues. Ich fange schon an, sie rauszuschneiden im Video, damit er nicht auf so große Zahlen kommt. Genau. Willkommen bei Sams Channel. Ich habe so das Gefühl, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber fast, dass Fußrasten, also dass Fahrer- und Beifahrerfußrasten völlig identisch sind. Also das ist ja die Fahrerraste und das ist die Beifahrerraste. Und es scheinen mir die gleichen zu sein. Ganz sicher bin ich noch nicht, aber glaube. So, ich mach die mal. Kurz. Ein Motorrad ist dreckig. Wer hätte es vermutet? Ja, hier haben wir Sägeringe. Im Getriebe hatten wir welche, die waren so stark, dass ich keine richtige Zange dafür hatte. Und hier ist meine kleinste Zange fast zu groß, um hier reinzukommen. Mann, was ein popliges Zeug. Jesus! Ja, ich habe geguckt, wo er hingefallen ist. Glück gehabt. Was ein winziges Teil. Darunter ist wie immer eine kleine dünne Scheibe. Alles mehr oder weniger verrostet. Das ist jetzt die Fahrerraste. Kommst du dann? Nicht. Das war noch nie raus, oder? Okay, ich hätte es vielleicht zuerst waschen sollen und dann zerlegen, aber normalerweise mache ich das umgekehrt. Dann habe ich gedacht, das ging jetzt so auch. Pentapi. So, hier am besten auch gleich. Ja, hier in dieser Fußrastanlage sehen wir gleich was Interessantes, was auch eines der Videos vom Ralf zeigt, nämlich wie die hinteren Rasten das Schlackern angefangen haben, wie sie ausgeschlagen sind. Jetzt muss ich aber die Dinge trotzdem irgendwie. Das hat keinen Kopf mit dem Gewinde oder so. Das kann eigentlich gar nicht sein. Das musste einfach reingerostet sein. Na gut, bei der hinteren Raste wird das Problem nicht so groß werden. Und während die Panda-Pisse sich ein bisschen verrostiert und da vielleicht ein bisschen das lockert, versuche ich mal hier in die Löcher hier reinzukommen, um die hintere Fußrastenanlage rauszukriegen. Die Fußrastenanlage, ja, in Anführungsstrichen die Fußrasten halt. Aber ich habe das Gefühl, das hat jemand mit irgendwelchem Zeug. Ja, Ralf, ist mir schon klar, was da passiert ist. Wenn die Fußrasten wackeln wie Kuhschwänze und sich abzuschütteln drohen und aus den runden Löchern Langlöcher werden, sucht man halt nach einer schnellen Lösung. Und da ist hier offensichtlich, hat der Ralf diese Lösung gefunden, indem er einfach hier irgendwelches Zeug da reingeschmiert hat, damit es aufhört zu klappern und zu wackeln, weil man hört es ja auch auf den Videos, wenn es klappert und wackelt. Ah, okay. Vielleicht eine gute Gelegenheit, das mal zu reparieren. Vielleicht bohre ich das aus, setze eine Buchse rein und mach das dann mal richtig, vielleicht. Ich habe bei meiner MT-01, weil ich die auch nur alleine fahre, die Fußrasten mal abgemacht. Und bis jetzt, ich habe auch keinen Gurt an der Sitzbank. Und bis jetzt und auch vorgestern oder Dienstag, was haben wir heute, Freitag, hat der Tüffler das nicht beanstandet, sondern dem war das egal. Wenn kein Gurt an der Sitzbank ist und keine Fußrasten für den Beifahrer und die hintere Sitzbank sowieso mit einer permanenten kleinen Täschchen versehen ist, glaubt man mir, dass ich das Ding nicht zu zweit fahre. Und dementsprechend ist es egal. So. Und deshalb war jetzt meine Idee, dass man die Fußrasten vielleicht auch hätte weglassen können, aber Entscheidung für die Zukunft.
Geht das jetzt raus? Ja, das geht jetzt raus. So lang. Und schon ganz schön stufig. So, haben wir einen Springteufel oder wie geht es jetzt? Ah, Kugel. Okay. Ja, hier gibt es so einen Rastkörper, der hat hier so ein paar, so eine Art Nockenwelle oder ja. Und hier ist eine Kugel drin, die dann da reingeht. So, dann haben wir hier eine Kugel, die wird wahrscheinlich raus wollen. Dann brauchen wir noch eine Feder. Gucken. Genau. Das machen wir mal alles sauber, machen wir ein neues Fett rein. Dann ist alles wieder gut. Ja, und hier ist das hoch. Desaster. Das ist zu einem Langloch geworden, hier dieses Loch. Dieser Gummi. Ich weiß nicht, ob der da vorher auch schon drin war. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, den hat der Ralf da reingetan, damit es erstmal vielleicht ruhig ist und nicht rumschwabbelt. Meine Güte. Das ist ja ein langes Langloch. Da sieht man mal, wie dieses Ding vibriert hat. Zack, jetzt liegt es auf dem Boden. Aber nicht schlecht. Oh, da muss man sich was einfallen lassen. Aber es ist schon erstaunlich, wie schön homogen lang sich dieses Langloch hier reingearbeitet hat. Wenn man das absichtlich hätte erzeugen wollen, hätte man es fast nicht besser hinbekommen. Das liegt halt daran, dass der Stift aus Stahl ist und Stahl bearbeitet Aluminium halt im Laufe der Jahre. Ah, da bin ich mal gespannt, was mir da einfällt. So, ich sammle dann erstmal die Einzelteile, weil die Fußrasten wahrscheinlich sowieso alle identisch sind. Hühnerfutter. So, willst du jetzt hier raus? No. Bist unverschämt, finde ich das schon, muss ich sagen. So, fangen wir mal mit den kleinen Gemeinheiten an, bevor wir den großen weitermachen. Da dreht sich nichts, null. Das ist interessant, auf der anderen Seite dreht sich die komplette Achse, wenn ich die Fußraste bewege. Die komplette Achse dreht sich mit. Hier ist die Achse fest und die Fußraste dreht sich um die Achse. Also es muss beweglich sein, hilft alles nichts. Ich mache erstmal gerade die andere Seite, gucken, ob da auch irgendwelche Überraschungen kommen. Das hat geklappt. Ist zwar auch stramm, aber das war okay. Ups. So, ich nehme jetzt mal einen richtigen Hammer. Das geht. Ich sollte das irgendwo einspannen, aber das ist alles so saudreckig. Da versaue ich mir nur alles. Deshalb wollte ich es hier auf dem Tisch alles mal. Jetzt ist er geflogen. Es hat hier geklemmt.
hier in diesem Dings, es ist ziemlich festgegangen im Aluminium, dieses Stahlding. So, jetzt haben wir die Ersatzteile, glaube ich, alle gefangen. Sind das echt die gleichen? XO, XS. XO, XS. Ja, das ist rechts und links halt der Unterschied, das ist logisch. Aber ansonsten sind es die gleichen. So. So, jetzt haben wir hier noch was drinstecken. Und zwar sind das eingeschraubte Bolzen im Prinzip, die justiert sind. Das ist ja alles an den Motor dran geschraubt, auch an der Stelle, so war es doch, oder? Genau, und deshalb ist das wichtig, dass das justiert ist und deshalb sind hier solche Justierbolzen drin. Die kennen wir schon von der ZX9R von der Kawasaki, da hatten wir das auch, die hat einen Alurahmen gehabt und da hier auch alles aus Aluminium ist, außer dem kleinen Stückchen Frontrahmen. Deshalb ist das jetzt so gemacht. So. Und das ist wahrscheinlich hier Konter drin, aber das muss raus, weil das total verpilzt ist. Ich hatte mir für die Kawasaki ein Werkzeug gebaut. Ah, das passt hier auch, wie es aussieht. So, hoffentlich geht es gut. So weit, so gut. Ich will mal gerade zeigen, wie weit es hier rausguckt, damit ich eine Orientierung habe für die Justage beim Wiederzusammenbau. 12, HX12. Okay. Es geht natürlich gut raus, weil es jetzt nicht mehr gekontert ist. Ja, und ihr erinnert euch, da saß ein Bolzen drin, der ist dann rumgerottet. So, alles in die Kiste. Das sieht auch aus, das ist, gehört zur Schwinge dazu. Das sieht auch aus, als wäre das die Hülse, die an der Schwingenachse noch gefehlt hat. Stimmt. Zack. Okay. Das geht auf das Lager drauf. Genau. Okay. Nice. Jetzt haben wir alles, oder? Ich glaube schon. Noch ein bisschen den Dreck hier wegkratzen. Damit die Mikroorganismen keinen Durchfall kriegen. Oh, das ist aber viel. Ja, das ist die Kettenseite. Das ist klar. Da, wo die Bremse nicht ist, ist die Kette. Und dann klötert die sich hier völlig zu. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass mit dem Kettenfett hätte ich jetzt hinter mir, aber dieses Teil hatte ich noch vergessen, beziehungsweise nicht mehr wirklich auf dem Schirm. Gut, den Rest müssen die Mikros verdauen. Hilft nichts, Jungs, da müsst ihr durch. Ich hab's auch gemusst. So, jetzt kommt die Bremsenseite. Die ist nicht so versifft, aber hier drin natürlich genauso. Komme ich hier am Bremspedal vorbei? Gerade so nicht. Mache ich erst die Bremse ab. Gut. So, wir hätten hier ein Stückchen Schlauch. Das mache ich hier alles sauber. Neprenschlauch wahrscheinlich. Boah, ist alles voll Rost hier oben an diesem Ding hier. Das ist wenigstens eine gescheit bedienbare Klemmmechanismus. Das mag ich gerne. Die Dinger mag ich gerne. Die sind toll. Diese Ringe, die Honda immer verwendet, die hasse ich. Das ist eine Katastrophe. Aber die sind gut. Und falsche. Gut.
auch Rost dran, kann man mal pulvern. Schallen, gucken, ob der Lack abgeht. Wenn er abgeht, wird es gepulvert. Alles gut. So, was brauchen wir noch? Ja, da ist noch so ein Bügel abgefallen. Da war noch irgendwas dran. Ja, ich erinnere mich, da ist irgendein Stecker dran gewesen. Weiß nicht mehr. Muss ich in Videos gucken. Ist halt kompliziert. So, jetzt. Dieser Clip, der ist auch interessant. Ja, den habe ich auch schon hin und wieder gesehen. Ist ein gutes Prinzip, ein sehr gutes Prinzip, weil man nichts Sonstiges braucht, außer ein paar kräftige Pfoten. Und dann kann man das hier so abklappen und kann das hier rausziehen. So. Und dann ist man schon fertig. Oh. Okay. Wie sieht es da drunter aus? Wollen wir mal gucken. Oh, ganz gut. Sauber, gefettet. Super. An der Bremspumpe müssen wir gar nichts machen, wie es aussieht. Den Stab ein bisschen sauber machen, den Gummi ein bisschen sauber machen. Der Rest ist perfekt. Keine Bremspumpenzerlegung, ist nicht notwendig. So. Damit man annähernd sieht, was ich tue. So. Das ist hier ein justierbarer Anschlag für diesen Schalter. Diesen Schalter. Der ist, weiß nicht, wie der hier fest ist überhaupt. Ach, der ist hier reingedreht. Da brauchen wir wahrscheinlich einen 10er Maulschlüssel. Nee, einen 11er. In Italien nimmt man da 11er für. Ist in Ordnung, kann man machen. Kein Problem. Bremslichtschalter werden wir auch lassen. Obwohl, könnte auch einen hydraulischen einbauen. Aber egal, hier ist noch eine Scheibe drunter. Schöner Kupferring. Warum aus Kupfer? Keine Ahnung. Steht eigentlich kein Dichtungsgrund an dieser Stelle, aber wahrscheinlich war er gerade da. Komm, gib her. Eine Scheibe an dieser Stelle, also quasi an dieser Stelle. Dann die Mutter. Schön gemacht mit einer wunderbaren Buchse hier drin. Mit einer Rotgussbuchse oder auf jeden Fall irgendwas richtig Gutem. Hier ist zum Schmieren ein kleines Depot. Das ist aber völlig trocken hier leider. Hier ist ein O-Ring. Und hier unten drin war auch ein Ohrring, der ist gerade rausgefallen. Genau. Ja, das ist gut gemacht mit einer Büchse drin. Das ist richtig gut. Das ist die Beute. Die Ohrringe sind noch ganz gut und ganz weich. Wenn ich welche habe, haue ich sie aus. Ansonsten kann man die an dieser Stelle auch sicherlich weiter benutzen. Die Feder holen wir mal gerade aus ihrem Verhüterli. Hatten wir schon. Das ist der Justierhalmer für den Bremslichtschalter. Hier ist auch wieder so eine Buchse drin. Ups. Zack, genau. Ich guck mal gerade, ob die gleiche ist wie auf der anderen Seite auch. Ich vermute mal sehr stark. Ja, ist die gleiche. Dann haben wir hier diese Justierschraube. Auch hier will ich mal kurz zeigen, wie die ungefähr stand. Zur Orientierung. Dann macht man ja noch diesen Junkherd raus. Genau, jetzt haben wir aber noch irgendwas, glaube ich. Irgendwas war da noch. Hier war noch eine
Schraube drin. Die habe ich hier deponiert gehabt beim Zerlegen des Motorrads, weil die da hingehört. Das muss ich mir merken, dass sie da hingehört, weil jetzt mache ich es erstmal wieder weg. So. Dann haben wir hier noch ein kleines Blech mit zwei kleinen Schräubchen. Die sind prädestiniert, wieder sich rumzudrehen. Aber schauen wir mal, vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht zuerst ein bisschen Pantherpisse drauf machen. Das ist Aluminium-Sackloch. Das ist das, was eigentlich das Schlimmste ist, was man in diesem Moment haben kann. Oh! Nummer 1 hat aufgegeben. Ja, Zahnscheibe drunter. Nummer 2 hat auch aufgegeben. Glück gehabt. Hätte ich es nicht erwartet. Ja, sieht aus wie ein ernstzunehmender Job für die Waschmaschinen. Das Kleinzeug kommt dann noch weitestgehend ins Ultraschall. Das machen wir hier. Das Kettenfett geht richtig, richtig gut ab. Genau genommen ist es schon weg. Okay. Ich zeige euch dann, wie es geworden ist. So, jetzt habe ich nur noch Kleinteile. Vieles davon werde ich im Ultraschall auch machen. Großteile sind schön sauber und es ist erstmal Feierabend für heute. So, der nächste Tag. Alles ist soweit vorgereinigt im Smartwatcher. Jetzt wird alles noch ein bisschen Ultraschall. Das ist jetzt auch schon sauber. Das ist über Nacht getrocknet. Das möchte ich jetzt nicht wässern, darum habe ich es jetzt ein bisschen abgedichtet, um hier nur mal kurz drüber zu bürsten. Vor allen Dingen hier mal durch diese Löcher hier durch zu bürsten, weil die ja zum Teil auch ziemlich junky sind. Das mache ich jetzt mal. Mal gucken, ob das klappt. Das ist genug, schön sauber. Ich wollte das Ding jetzt nicht zerlegen müssen, weil es eigentlich in Ordnung ist. Da ist auch noch Bremsflüssigkeit drin. Das ist auch ganz gut so, das schmiert das. So. Und die Löcher sind ja, ganz gut geworden. So. Kabel und Stecker muss man auch nicht notgedrungen duschen. Kann man schön sauber putzen mit einem sauberen Lappen und dann ist es auch okay. So, die Rasten sind alle sauber. Vorne und hinten sind tatsächlich die gleichen. Und rechts und links natürlich unterschiedlich. Das sind jetzt die vorderen Rasten. Rechts und links. Man kann also sehen, dass es spiegelsymmetrisch ist, logischerweise. Ja, und das sieht gut aus. Die Gelenke sind top. Kann man schön sehen, ist also nichts dran. Auch vom Lack her sind die vorderen Rasten eigentlich ziemlich perfekt. Die hinteren natürlich nicht. Die hinteren sehen ein bisschen übel aus. Hier sieht man also, wie das Material durch diese ganzen Vibrationen hier rausgeschoben worden ist und sich hier aufgehäuft hat an dieser Stelle. Ziemlich heftig, hier geht's noch. Und der Lack ist natürlich abgeplatzt überall, ist natürlich auch klar. Und hier die andere Seite. Nochmal Größenordnung schlimmer, also dieses aufgeschobene Material gehört hier natürlich nicht hin. Und hier hat es durch die Vibration dieses Ding hier schon mit einer ziemlichen Kerbe versehen. Krass! Aber so ist es nun mal. So, ich hole den Rest mal aus dem Ultraschall. 20 Minuten genügen eigentlich. Es war ja eigentlich schon sauber. Das Kleinstzeug hatte ich in einem Feinsieb. So, okay. Thank you.
So. Dann mache ich das mal trocken, bevor der Rost anfängt zu fluchen. So gehört sich das. Kleine Verluste sind immer. Ja, die Farbe geht schon weitgehend ab. Aber das kommt alles mal in den Pulverkasten rein. Ja, daraus kann man wieder ein schönes Motorrad bauen. Ja, das ist hier die bremsseitige Fußrastenhalteplatte. Als Information für den Ralf. Guck mal hier. Da ist natürlich auch wieder jede Menge Aluminiumfraß zugange. Na gut, das kann man auch abblättern. Das fällt natürlich auf, jetzt wo es sauber ist. Der Ralf ist ja gerade am Beginn seines Urlaubs. Er will ja jeden Abend einen Livestream machen, hat er mir neulich am Telefon erzählt. Gucken, dass es gelingt. Vielleicht gelingt es mir sogar, das ein oder andere Mal dabei zu sein. Obwohl ich abends bei Livestreams eigentlich, abends sitze ich eigentlich mit meiner Frau zusammen. Solange sie noch hier ist, sie will ja bald wieder ins Allgäu für längere Zeit. Ich habe mal wieder keine Zeit mitzukommen. Das heißt, ich werde sie hinfahren, aber ich werde nicht da bleiben. So ist das halt immer bei uns. Ja, der Ralf, schönen Urlaub nebenbei bemerkt. Ja, und der will jetzt sich, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt, will er sich ein bisschen was anschauen hier, wie die Sachen so aussehen und will zum Teil Lackierungen, Beschichtungen und sonstige Arbeiten organisieren. Und ich wollte ihm halt vorher schon weitestgehend zeigen, welche Bauteile in welcher Form irgendwie beschädigt sein könnten und die man bedenken könnte für diverse Aufbereitungen. Ja, irgendwo ist immer alles, irgendwo ist überall immer was. Also hier die gleiche Seite auf der Kettenseite ist völlig unproblematisch. Hier ist fast gar nichts. Hier sind ein paar Ketteneinschläge. Ja gut, die Kette ist mal abgesprungen, hat er mir mal erzählt. Deshalb sind auch die Gehäuse beschädigt gewesen. Und hier, das kommt auch wahrscheinlich von der abgesprungenen Kette noch die Einschläge. Ansonsten sieht diese Seite, ja gut, ein bisschen Abrieb hier, wo die Fußrasten residiert haben, ist natürlich ganz normal. Ansonsten ist diese Seite ziemlich perfekt. Das muss ich erstmal staubsaugen. Es ist natürlich auch blöd, wenn man anfangen wollte, jedes Teil, was eine kleine Beschädigung hat, in irgendeiner Form zu entlacken und wieder mit neuer Lack oder Beschichtung in irgendeiner Form zu versehen. Ja, macht ja auch nicht viel Sinn. Deshalb bin ich auch mal gespannt, wie er sich entscheidet und wie die ganze Sache dann letztendlich ausgeht. Deshalb baue ich erstmal auch noch nichts wieder zusammen. Dieses Ding könnte ich natürlich jetzt wieder bestücken mit Bremsen und allem drum und dran. Aber wenn Ralf dann sagt, das möchte ich repariert haben, diesen doch etwas größeren Schaden an dieser Stelle, dann baue ich alles wieder ab. Das macht keinen Sinn. Deshalb lasse ich erstmal alles auseinandergebaut. Nehme ein Kästchen, wo der ganze Gummikram sowieso schon drin ist, weitestgehend. Leg den Rest auch noch rein. Ich merke schon, ich werde zwei Kästchen brauchen, aber das macht nichts. Ich habe genug davon da. Ja, zwei Kästchen und ab ins Regal. Ja, die Bremssättel, gerade der hintere ist ja in einem ziemlich bedauernswerten Zustand. Diese Schraube war noch die in der Schwinge saß und dieses Ding hier gehalten hat irgendwo. Genau. Und was wir hier haben ist ja, viel Rost in erster Linie. Das ist eine Festsattelbremse für hinten.
Habe ich auch noch nicht gesehen so. Normalerweise hat man gerade hinten immer schwimmende Sättel dabei. Hier nicht. Hier haben wir einen Kolben von hier und einen zusammengeschraubten Sattel. Okay. So, fangen wir mal irgendwo an. Das ist ein Clip für die Bremsbelegehaltestift. Der hier vielleicht rauskommen würde, wenn er rauskommen würde. Ah, ja, ja. Der steht natürlich unter Spannung, weil diese Feder dann noch drückt. Kann man die vorher entlasten, bevor man den Stift zieht? Oder wie ist es gedacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eher so gedacht, dass man den Stift einfach durchquält. Und wenn man ihn neu installiert, entsprechend mit ein bisschen Keramikpaste oder sowas beaufschlagt. Aber wenn das niemand gemacht hat, dann passiert natürlich genau das. Oh Gott. Das ist so ein Halteteil, damit er nicht rausrutscht. Okay. So, du willst unten raus. Nicht so toll. Alles ziemlich rostig. Die Bremsbeläge sind eigentlich noch auf Halbzeit. Für hinten haben wir keine neue Bremsscheibe. Das heißt, hinten, wenn wir die alte Bremsscheibe lassen würde, könnte man die Beläge noch zu Ende fahren. Aber weiß nicht, wie die Kolben sind. Müssen wir mal gerade gucken. Das kriegt man alles in so als für das saubere Gebürste. Ansonsten kriegt man diese Haltestifte natürlich auch neu. Das ist kein Thema. So, ich habe das mal gerade eingespannt. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Das werde ich kurz im Smartwasher reinlegen und dann kommt es mal für eine Zeit lang ins Ultraschall. Ich will mal gucken, ob ich die Kolben vorschießen kann, ob ich vielleicht einen Rebuild-Satz brauche, wenn die Kolben zu schlimm aussehen. So. Ich habe mir hier so einen Pinsel reingesteckt. Das müsste es gehen. Genau. Ach, die gehen direkt. Die gehen direkt. Okay. Gar nicht mal so schlecht. Ich spanne das gerade noch mal ein. Und das schalte ich währenddessen. Die Beläge schalte ich einfach mal mit. Ist ja nur Wasser. Geh mal kurz ab. Das hat Brembo richtig gut gemacht und richtig nachgedacht. Ich bin begeistert. Diese beiden Löcher, hier war ja die Bremsleitung dran mit der Hohlschraube und dieses Loch, wo der Entlüftungsnebel dran war, sind völlig identisch, auch von dem Untergrund hier so leicht spitz zugehend. Kann es ja mal gerade zeigen. So. Also völlig identisch. Das heißt, man kann die Bremsleitung auf die eine Seite und den Entlüftungsnippel auf die andere Seite machen und man kann sich letztlich aussuchen, was man wohin tut. Das ist völlig egal. Gut, super. Ich nehme das mal gerade auseinander. Keine Schraubensicherung. Bei Honda nehme ich die eigentlich immer. Oh ja, ganz schön dirty. Ja, wir haben hier zwei O-Ringe, die hier den Druck übergeben. Dann haben wir hier die Kolben. Die müssten ganz gut rausgehen jetzt, wenn sie fast draußen sind. Machen sie auch. Der hier nicht.
M10 mal 1,0, extra gekauft, eine Handvoll. So, hier haben wir Ohrringe. Die sind nicht mehr gut. Zum Teil schon ziemlich abgefressen. Da gibt es bestimmt ein Repair-Kit. Ein Repair-Kit ohne Kolben. Ich will die Kolben jetzt nicht ultraschallen, weil ich weiß nicht, was das ist. Es könnte Aluminium sein oder sonst irgendwas. Das ist mir jetzt nicht ganz klar. Ich denke, ich werde es nur mal so sauber machen irgendwie. Weil die gehen ziemlich gut und leicht sauber. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Irgendwie ist es metallisch. Schon ein bisschen verkratzt hier an der Stelle. Weiß jemand, wie der Sattel heißt, damit man da entsprechend nach Ersatzteilen schauen kann? Ja, das geht jetzt so einfach nicht weg. Die Kolben sind schon ein bisschen verkratzt, aber das ist normal. Normalerweise würde ich hier mit Schleifvlies drauf gehen, damit ein bisschen Polier passt, aber ich weiß nicht, ob da irgendeine Beschichtung drauf ist. Ich will das ja nicht zerstören. Wenn das blankes Aluminium plötzlich rauskommt, dann wäre das wahrscheinlich auch kontraproduktiv und nicht so gedacht. Ich denke, diese braune Farbe ist vielleicht kein Deko, sondern irgendwas, was im Idealfall so bleiben sollte, genauso wie es jetzt ist. Aber der Rest kommt ins Ultraschall, das ist kein Problem. Hier kocht ja auch gerade was. So, jetzt kommen die Sättel drin. Ah, noch vergessen. Und die verranzten Schrauben natürlich noch. Ja, schauen wir uns das erste Zwischenergebnis mal an. Ja, das Aluminium hat ein paar Macken, Salzfraßmacken. An der einen oder anderen Stelle, aber insgesamt gesehen ist es noch völlig okay. Schrauben werden immer ganz gut. Wir haben ja schon drüber gesprochen, haben hier noch ein paar Kratzer am Rand, aber ansonsten wird es auch ganz gut sein. Die Spange ist wieder prima geworden. Das war die Schraube, die das hier irgendwie hält an irgendeiner Stelle. Ne, das war der ABS-Sensor hier, genau. Das ist die Schraube, die das hier an der Schwinge festhält. So war das. Da war ich ja noch so begeistert, dass Ducati das so macht. Genau. Ja, das hier ist. Hat sich etwas durchgeschliffen. Das würde ich gerne neu nehmen, wenn es das irgendwie gibt. Bremsbeläge sind wieder sauber. Bisschen erstaunlich, wie liederlich die produziert werden. Hier überall die Kupferüberschüsse hier. Und pickeln, als wäre es gerade so aus dem Guss gekommen oder was auch immer. Hier auch. Na gut. Aber das war vorher auch schon so. Die Ohrringe sind nicht mehr ganz so gut. Aber wahrscheinlich habe ich sogar so welche. Aber ich würde es wahrscheinlich doch lieber von Brembo direkt nehmen. So, ich will die Sättel nicht zu lange kochen, nicht, dass sie die Farbe verlieren. Da gehe ich wohl vielleicht noch mal kurz in den Smartwasher, in die Bürste. Noch ziemlich viel Dreck. Ja, es ist besser, sowas vorzureinigen, glaube ich. Fühlt sich ein bisschen an wie schmutzige Kupferpaste. So, zweite Runde Ultraschall. So, jetzt schauen wir mal, wie es geworden ist. Ich denke, besser wird es nicht werden.
So, wenn es gelingt, mit Luftdruck die Dinger rauszukriegen, die Riemen. Dann kann man die nämlich weiter benutzen. Falls man keine kriegt. Bisschen Junk ist drin, hier auch in der Grube, aber das kann man ganz gut raus tun. Ja, wunderbar. Okay, ich glaube, ich spüle hier nochmal mit Bremsenreiniger. Irgendwas fühlt sich hier noch pappig an diesen Dingern. Das geht schon ab, aber es ist sowas von hartnäckig. Man muss das fast bergmännisch abbauen, diesen Junk hier. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn? Dreck, der nur mit Bremsenreiniger und Schleifvlies abgeht. Das ist auch selten, ganz selten. Aber alle 10 Jahre kann man das mal machen, denke ich. So, das muss lang. Das sieht wieder ziemlich perfekt aus. Wie neu eigentlich. Das können wir uns auch mal gerade angucken. Wir haben hier, wie schon gesagt, diese 2 Eingänge, wovon man einen für die Zuführung des Bremsdrucks verwenden kann. Einfach den Benjo Bolt dran und fertig. Und den anderen zur Entlüftung. Und das kann man dann, wenn es so ist, geht man hier unten dran. Mit der Bremsleitung entlüftet hier oben. Oder wenn das Ding so ist, macht man es umgekehrt. Nur wie es bei Ducati ist, ist es halt so. Da ist alles unten, alles Käse. Das ist genau das Problem, warum die Bremse so schlecht funktioniert. Normalerweise sollte man es ja oben haben. Ja, und wie funktioniert das jetzt? Wir haben also hier den Eingang. Und hier haben wir die Übergabestelle auf die andere Seite. Die andere Seite ist die hier. Und da sitzen diese beiden Ohrringe drin. Und damit ist es im Prinzip schon fertig. Und hier, wo diese beiden Ohrringe drin sitzen, haben wir hier Bohrungen, wie man schön sieht. Die enden hier hinten. Und von hier ist eine Bohrung. Die endet dann hier hinten. Wie sie die wohl gemacht haben. Es könnte gerade so gehen. Ich kann es ja mal ausprobieren. Moment mal gerade. Es muss ja gehen, es geht ja nicht anders. Es muss ja gehen, dass man von hier aus hier durchbohrt. Guck. Genau. So hat Brembo das also gemacht. Dann bohren die von hier durch, von hier durch. Und hier auch. Hier ist zu. Hier sind die Anschlüsse. Hier sind die Ohrringe. Die das übertragen und dann zack. Und diese beiden Kanäle sind im Prinzip völlig separat. Die treffen sich hinter dem Kolben eigentlich nur. Hinter dem Kolben ist diese kleine Vertiefung und da kann sich die Bremsflüssigkeit sozusagen in diesem Ring kurz schließen, auch wenn der Kolben komplett hinten sitzt und das alles verdecken würde. Dieser Ring erlaubt auf jeden Fall einen Flüssigkeitstransport am Kolben vorbei, um den Kolben herum. Und damit ist eigentlich alles klar. Also so ein Bremszettel ist stinkprimitiv, genau genommen. Aber das ist ja gerade das Gute. Die Sachen, die am einfachsten sind, funktionieren meistens am besten. Was haben wir jetzt für Bremszettel? B777, 1439, F1, 1438, B776, keine Ahnung, oder ist es eine 8? Naja. Oder kauft man Ersatzteile bei Ducati oder bei Brembo? Weiß es jemand? Ich meine, wir können das Zeug auch weiter benutzen. Es hat nichts. Sieht sehr gut aus eigentlich. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich nehme jetzt ein bisschen von dieser Bremspaste. Ah, der ist schön rechteckig. Der hat überhaupt nichts. Schmier den ein bisschen ein, damit er sich gut fühlt. Dann kommt er hier in ein Tütchen, für den Fall, dass wir kein Repair-Kit kaufen, weil es zu teuer ist oder weil es das nicht gibt oder sonst irgendwas oder weil es nicht lieferbar ist. Tun wir das jetzt hier ins Tütchen. Die Ohrringe werde ich zwar wahrscheinlich selbst haben, aber ich tue
trotzdem hier mit ins Tütchen. So. Und hier nochmal. So, und so kann man das wiederverwenden, wenn man das will oder wenn man das muss. Jetzt ist alles dokumentiert. Jetzt kommt alles in die Dose. Hätte mich ja auch gewundert, wenn die Schwerkraft heute nicht wieder zugeschlagen hätte. Hat sie natürlich. So. Wie gesagt, auf der alten Scheibe kann man die Beträge, die Belege noch zu Ende fahren, wenn man das möchte. Dann fehlt noch der Clip. Den gibt es wahrscheinlich neu, wenn man diesen neuen Haltestift bekommt. Dann haben wir noch die Hohlschraube. Ja, und so sollte das Ganze dann wieder zum Laufen zu bringen sein. Jetzt haben wir noch die vorderen Bremssättel. Da ist noch ziemlich viel Brühe drin, glaube ich. Muss ich mal gerade gucken, ob ich die irgendwie loswerden kann. Naja, so viel war es auch wieder nicht. Aber besser im Dippe als auf dem Tisch. Sind die identisch? Ja, die sind identisch. Oh, wie unterschiedlich die abgefahren sind. Krass. Das ist erstaunlich. Ist das hier auch so? Sehr unterschiedlich abgefahren. Hier nicht ganz so schlimm, aber auch komisch. Wie kommt sowas bei einem Festsattel? Kolbenhänger. Ja, das sind Monoblocks. Die sind also in einem Stück gemacht. Wie man das macht, weiß ich auch nicht. Interessant. Das ist ein Gussteil und man fräst das dann hier aus. Nur wie fräst man diese Löcher? Die Bohrungen für die Kolben, wie fräst man die? Wer weiß das schon so genau? Und hier, die haben hier Blindstoffe drin, einen Imbus, einen kleinen. Und hier ist der Bremsleitungsanschluss für die Hohlschraube. Okay, kann man so machen. Entlüftungsnippel war in der Hohlschraube, gibt es nicht zusätzlich. Ich mache jetzt mal Folgendes, glaube ich. Ich fahre jetzt mal mit ein bisschen Luftdruck rein und gucke, was die Kolben machen. Ich versuche, die in der Mitte zu halten, damit ich das Ganze wenigstens sauber machen kann. Ich habe mal so Aluminium-Einleger für meine CB1300-Zettel gebaut und die passen hier auch. Haha, das ist ja krass. Hat er Nissin von Brembo kopiert oder umgekehrt? Cool. So, jetzt kann ich die Kolben nochmal versuchen vorzuschießen. Und dann können sie im Prinzip nur symmetrisch kommen. Wo ist der Eingang? Autsch. Hier ist der Eingang. Und hier ist der Eingang. Jetzt versuche ich das nochmal. Wow, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Nette Sauerei. Der eine Kolben hängt. Ich habe schon fast befürchtet. Oh. Wahrscheinlich hängt bei der anderen Seite auch ein Kolben.
Nee, die sind gekommen. Okay. Das ist gut. Jetzt muss ich mich erstmal waschen. So, die Sauerei war schnell beseitigt, aber das Problem ist noch nicht gelöst. Wir haben immer noch einen Kolben, der hängt. Das ist immer noch blöd. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Bremsbeläge so unterschiedlich abgenutzt sind. Weil der da hängt. Ich mache jetzt Folgendes. Ich bin ja hoffentlich lernfähig. Versuche das jetzt nochmal zu schießen. Nee, keine Chance. Der ist unbeweglich. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich so ein Problem habe. Bei einem Monoblocksattel, wie kriegt man das in den Griff? Meine Befürchtung ist halt, dass das jetzt schon sehr lange so ist, dass da immer neue Bremsbeläge reingekommen sind. Keiner hat sich um die Kolben bemüht, einer hat gehangen, okay. Die anderen haben noch gebremst, okay. Deshalb ist das einseitig abgenutzt. Wahrscheinlich die zweite, dritte, vierte Satz an Bremsbelägen einseitig abgenutzt. Keiner hat es gemerkt, keiner hat sich gefragt, warum. Neue Bremsbeläge drauf, ship it. Toll. Und jetzt ist ein Kolben fest in einem Monoblocksattel, an dem man eigentlich gar nicht rankommt. Ich hatte mal so eine Zange, mit der wäre man vielleicht reingekommen, aber die habe ich nicht mehr, weil die sich nicht bewährt hat. Das war irgendwie eine ziemliche Schrottzange. Die habe ich mir mal irgendwo mitbestellt, da hatte ich mal eine zweite, weil ich noch eine zugeschenkt bekommen habe, aber das war genau der gleiche Schrott. Ich kann noch mal eins probieren. Ich kann probieren, ob ich den Kolben ein kleines bisschen reinbekomme. Das geht sogar. Ich glaube, ich habe ein kleines Stückchen reinbekommen. Hier läuft zumindest wieder Flüssigkeit aus. Und vielleicht bekomme ich ihn jetzt auch wieder raus. Da muss ich wohl noch mal schießen. Nee. Er will nicht. Ja, da das nicht klappt, mache ich die Dinger jetzt dicht und schalle die erstmal. So. Damit nicht alles auf den Boden fallen. Das war der gute. Wo ist meine Dichtschraube? Dichtschraube, Dichtscheibe. Passt immer nur einer rein, so ein Ding. So könnte es vielleicht gehen. Ja, so geht's. So, das ist das, was schon geschaltet ist im letzten Durchgang. Die Dinger sind ganz gut geworden. Die sind leider, naja, nicht so toll. Die Belege, wenn man keine neue Scheibe hätte, würde man die noch zu Ende fahren, aber so eher nicht. Ja, der nächste Tag, ich habe es nochmal probiert, jetzt wo der Sattel schön sauber ist, ob ich den Bremskolben rausbekomme mit Luftdruck, das funktioniert nicht. Jetzt ist mir aufgefallen, nein, ich hab mich erinnert, dass ich so eine Pumpe habe, so eine Fahrradpumpe, die ziemlich viel Druck machen kann, 20 Bar, die hat mir mein Sohn mal vermacht, als er nach Japan ausgewandert ist, weil das wollte er halt nicht mitnehmen, ist ja klar. Und jetzt liegt sie hier und ich habe mir überlegt, ich könnte mal was bauen. Diese Pumpe hat also hier einen normalen Autoventilanschluss. Ich habe hier so einen Adapter, so ein Autoventiladapter-Set. Und jetzt nehme ich eine Hohlschraube, die hier passt, und adaptiere dieses Ding auf dieser Hohlschraube und versuche jetzt einfach mit dieser Pumpe ein bisschen mehr Druck als in meinem Kompressor da reinzubringen und vielleicht geht's dann. Das heißt, Sonntagmorgen, ich gehe auf die Drehbank, nein, ich stelle mich an die Drehbank und versuche das hier irgendwie aufeinander zu kriegen. So, der Adapter ist fertig. Das war nicht so einfach, das aufeinander abzustimmen, dass man an jedem Material noch ein bisschen Fleisch hat. Ich habe also mit einem M7er Gewinde die beiden zusammengeschraubt. Zum Glück hatte ich
Gewindeschneider M7er 1,0 war es, glaube ich, damit ich das machen konnte. Oder war es 1,25? Weiß nicht mehr. Es war 1,0 und zwischendrin habe ich Dirko zum Abdichten genommen. Jetzt habe ich natürlich das Gewinde hier ein bisschen verdrückt. Jetzt hoffe ich, dass ich das hier reinkriege hier. Es wird möglicherweise nicht ganz dicht. Vielleicht sollte ich ein bisschen Teflonband verwenden. Ich habe das schon mal zusammengebaut und auf Dichtigkeit geprüft. Also wenn ich hier vorne zuhalte, ist es dicht. Und jetzt drehe ich das mal hier rein. So. Am besten so. Scheiße, das ist die Uhr gerade nach unten. Ah, aber das geht so. So. Oh, ich krieg keinen. Doch, ich krieg Druck aufgebaut. Wenn ich mit entsprechender Geschwindigkeit pumpe, kriege ich Druck aufgebaut. Er baut sich allerdings auch wieder ab. So. Ich muss halt schneller aufbauen als abbauen, dann wird es wohl gehen. Ha! Gewonnen! Da ist er. Der Kamerad Schnürschuh. Den alten Trapper in die Flinte pissen, was? Wow. Genau. Oh, der sieht nicht wirklich gut aus. Ja, man sieht also, es gibt offensichtlich einen Grund, warum dieser Kolben so festgesteckt hat. Wahrscheinlich tut er das schon sehr lange. Ja, was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Ich hätte ihn gerne raus. Ich weiß aber nicht, ob das geht, aber es wird gehen. Es muss ja irgendwie gehen. Der Sattel ist nicht trennbar, also kann es nur auf eine Art und Weise gehen, nämlich, dass wenn ich den hier komplett reindrücke, ich den hier rausdrücken können muss. Ich glaube aber, dass ich den Rest mit einem richtigen Luftdruck, mit einem ganz normalen Luftdruck schaffe, dass ich nicht die Pumpe brauche. Also lege ich hier mein Teilchen ein. Dann lege ich hier ein bisschen was dazwischen, damit, wenn der Kolben rausschießt, nicht unbedingt sich gegenseitig irgendwas zerstört. So. Jetzt ist die Idee. Eieiei. So, vielleicht. Den hier festzuhalten, nee, das haut mir dann auf den Fingernagel. Das ist, nee, da muss ich das, das muss anders gehen, das muss besser gehen. Ich habe ja Werkzeug ohne Ende, ich muss mich nur irgendwann mal dran erinnern, dass ich es habe. Ich könnte das damit klemmen oder, ich hätte noch eine bessere Idee, glaube ich. Ich kann ja den Bremskolbenspreizer auch dafür verwenden, einen Bremskolben am Rauskommen zu hindern. So zum Beispiel. Genau, ich lege das mal so hin. Entspann dich, komm, entspann dich. Ich entspanne mich auch. So, das kommt hier rein. Hier kommt ein Tuch rein, damit der Kolben, wenn er rausspringt, sich nicht hier an dem Eisen hier beschädigt. Und jetzt gucke ich, ob das klappt. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich halt wieder die Pumpe benutzen. Oh ja, es hat geklappt. Und ich würde sagen, ich habe das genau richtig gemacht, um Schaden zu verhindern. Kommst du mal gerade? Oh, danke. Freundlich. Oh Gott, ja. Ja, dass dieser Kolben sich verweigelt hat, ist nicht weiter verwunderlich. Ich versuche das mal sauber zu machen, um zu gucken, was dahinter wirklich steckt. Ob das wirklich so verwirkt ist, das Material, wie das gerade aussieht, oder ob das einfach nur Schmutzauftrag ist, der abputzbar ist. Sehen wir gleich. Ich habe hier gerade noch ein Kännchen Wasser von meiner Dichtigkeitsprüfung, von meinem Adapter hier vorne. Den habe ich vorher dichtigkeitsgeprüft, beziehungsweise er war nicht dicht, deshalb musste ich gucken, wo, und musste dann nachbessern. Und diese ganzen Iterationen habe ich euch natürlich erspart, weil ich habe den Teil des Videos schon geschnitten und wir sind schon knapp bei einer Stunde, da sind wir wahrscheinlich schon deutlich drüber. Aber die meisten von euch, gar nicht wenige, will nicht sagen die meisten, aber einige,
mögen es ja, wenn ich möglichst lange Videos mache. Das wird wahrscheinlich wieder eine. Weil alles, was mit Bremsflüssigkeiten, Dot 4 und sowas zu tun hat, ist eigentlich mit Wasser am besten zu reinigen, weil Bremsflüssigkeit ist wasserlöslich und nicht bremsenreinigerlöslich. Wenn du Bremsflüssigkeit in den Bremsenreiniger schüttest, dann ist es so, wie wenn man Öl in Wasser schüttet. Das ist nicht besonders sinnvoll. Deshalb muss man Bremsenkomponenten immer mit Wasser waschen. Das wird viel, viel schneller und viel besser sauber als mit Bremsenreiniger. Der Name, der Nomen ist hier gerade nicht oben, aber das ist was anderes. Ich weiß nicht, was es ist. Ah doch, wenn man heftig kratzt, geht's weg. Ich bemühe mich mal noch ein bisschen mehr. So, vielleicht kann ich euch was zeigen. So sieht es also hier aus. Ihr seht, das ist jetzt so viel Vergrößerung, dass also der Kolben das Glas meiner Kamera, also meines Kameraobjektivs berührt. Und ich glaube erkennen zu können, ich gucke jetzt auf meinen kleinen Mitguckbildschirm von der Kamera, das ist natürlich schwierig. Ich glaube erkennen zu können, dass hier Material fehlt, dass die Beschichtung hier abgetragen ist. Hier lässt sich nichts mehr wegputzen, habe ich festgestellt. Es ist jetzt alles sauber, aber das, was wir hier sehen, sind Kraterlöcher. Ja, ich glaube, dieser Kolben ist kaputt. Und der lässt sich auch nicht mehr wieder gesund beten. Jetzt mache ich noch eines in diesem schönen Video, beziehungsweise ich versuche es mit einem Holz hier ums Eck, was nicht so einfach ist. Versuche ich die Ringe hier rauszukriegen. Es geht nicht nur mit einem Holz, ich muss hier gucken, dass ich... Warte mal, ich mache mal hier ein bisschen Licht, vielleicht kann ich dann sogar besser sehen, nicht nur ihr, sondern ich auch. Ganz vorsichtig, ohne irgendwas zu beschädigen, versuche ich das jetzt hier anzuheben. Ich will zum einen den Ring nicht beschädigen, weil ich nicht weiß, ob ich ihn noch verwenden kann oder will. Vor allem will ich die Grube nicht beschädigen. Es ist schön, eine schöne Grube zu haben. Ich hatte schon furchtbare Gruben. Zum Teil. So. Ja. Man sieht, dass das nicht mehr so gut ist. Hier ist auch viel Dreck drin. Ah, das will ja auch keiner mehr haben, oder? Hier hat man das Gefühl, da fehlt ein Stück. Okay. So, jetzt gucken wir nochmal hier rein. Sieht übel aus. Aber das ist in erster Linie Dreck, den man wahrscheinlich relativ leicht wieder ausspülen kann. Das muss ich mal wieder wegstellen, weil sonst tröpfelt mir die ganze Bremsflüssigkeit hier wieder auf den Fußboden. Ja, Freunde, ich stehe hier wieder vor einer Pfütze von Bremsflüssigkeit. Weiß nicht, wie oft in diesem Video ich das tat. Gefühlt ziemlich oft. Aber gestern war schlimmer, heute war es nicht so schlimm. Ja, ihr habt gesehen, was passieren kann. Man kommt mit einem relativ guten, funktionierenden Bremssattel und Motorrad zur Reparatur. Es wird mal genauer hingeguckt und was dabei rauskommt, ist ein mittleres, kleines bis mittleres Desaster.
Jetzt ist die Frage, wie man hier weitermacht. Man kann jetzt sagen, das Schadensbild ist schlimm genug. Wir nehmen 4 neue Kolben, kompletten Reparatursatz für diesen Sattel. Wir nehmen 4 neue Kolben und kompletten Reparatursatz auch für den anderen Sattel, weil der ist ja genauso alt und könnte im Prinzip genauso anfangen auszusehen, auch wenn er vielleicht gerade noch so funktioniert hat. Das kann natürlich sein. Ich kann alle Kolben ausbauen und alle Kolben nachschauen. Das werde ich auch noch machen, das ist klar. Und zwar jetzt von beiden Zetteln, nachdem ich das gesehen habe. Und dann kann man immer noch entscheiden. Aber letztendlich muss der Ralf oder will, soll der Ralf dieses Motorrad wieder fahren. Und wenn der Ralf jetzt sagt, wenn das bei einem so aussieht, machen wir alles neu, dann brauche ich nicht weiter drüber nachzudenken, dann ist es genau so. Und diese Aufgabe gebe ich ihm jetzt in den Urlaub mit. Ich wünsche ihm viel Glück, dass er sein Nummernschild wieder gefunden hat. Ah, ja, ja. Der arme Kerl, ich habe gestern seinen ersten Livestream gesehen, leider. Das heißt, der Livestream war gestern, aber ich konnte ihn gestern nicht sehen, weil wir haben gerade Familienbesuch, wir haben gestern gegrillt. Deshalb konnte ich den Livestream nicht live sehen. Aber heute Morgen habe ich mir angeguckt, er hat sein Nummernschild verloren von seiner KTM. Und am ersten Urlaubstag, quasi bei der Anreise, verliert er sein Nummernschild. Und wenn er es nicht wiederfindet, dann war es das mit dem Urlaub möglicherweise, wahrscheinlicherweise. Und das ist so jammerschade. Und ich drücke ihm so die Daumen. Und wir sollten das alle tun, dass unser Rönschrat Ralf weitermachen kann und sein Nummernschild irgendwie wieder findet oder Neues kriegt oder was auch immer. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Bis demnächst bei Sams Channel. Schönen Sonntag noch. Macht's gut.